So, da stehen wir jetzt, weil Zeitgeld ist, wieder kurz gefasst in der nächsten Tiefgarage. Wir machen heute nämlich Tiefgaragenrallye. Wir stehen hier in der Tiefgarage der Raiffeisen Mutterfiliale in der Schwarzstraße. Fürs letzte Mal parken für die Unterstützungserklärungen im Kieselgebäude haben wir 1,50 gezahlt. Auch hier haben wir ein modernes Gärtchen. Das kostet hier allerdings weniger. Dafür hat man halt so tolle Parkplätze, wo man mit so einem Kleinwagen reinkommt und dann vielleicht noch aussteigen kann. Ich habe schon erklärt letzthin, es ist hier mit dem Parken mit normal situierten Fahrzeugen echt ein bisschen schwierig. Egal, wir packen jetzt hier das Thema Spenden für Dariana. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal der Beschilderung folgend zum nächsten Lift und schmeißen uns in die Edelholzkabine. So, da werden wir dann gleich einmal unser Ticket im Foyer entwerten und dann werden wir an den Schalter gehen und 200 Euro, die letzten am Sonntag im Klingelbeutel zusammengekommen sind, einzahlen. So, ich muss da kurz mein Ticket entwerten. Grüße Gott. Lass dann mal das Bonbon rein. So, also du hältst mal fest. Wir haben hier ausgefertigt mit Kontonummer, mit BIC, mit den 200 Euro für den Darian. Passt das jetzt oder wie? Anscheinend ja. Mhm. Glauben wir das einmal so? Also. Ja. Muss man aber nicht angeben in Österreich. Muss man nicht, das wäre für, kommt im Ausland, aber ich probiere es trotzdem einmal. Mhm. Wie gesagt, 200 Euro, ich habe das aufgerundet, werden wir heute mal einzahlen und mit gutem Beispiel vorangehen. Wir werden dann später noch ein eigenes Video machen und ich gehe jetzt da zu dem freundlichen Herrn und fülle da noch meine Daten aus. Grüß Gott, wir würden bitte gerne Bar einzahlen. Wir sind hiermit wieder im Parkdeck, Zugang Bank erledigt. Wir haben hier ganz schön einen Bezahlstempel drauf, das heißt, das Geld ist eingegangen. Der Spaß hat 7,50 Euro Bearbeitungsgebühr gekostet. Ja, das waren früher mal im alten, echten Geld 100 Schilling. Schön, damit sind wir jetzt wieder draußen und der Roman steigt wieder ein, wenn wir die nächste Tiefgarage haben. Papa. Du, bei der Post zahlst 12 Euro für einen Erlagschein, bist du gut davon gekommen. Stimmt. Baba. So, wir stehen hier heute in der dritten Tiefgarage, diesmal beim Europark, wieder schön in Farben von Wir sind Salzburg gehalten, damit genug der vermeintlichen Wahlwerbung, weil man hat ja bei uns ohnehin schon gewählt und für die nächsten Jahre ist einmal klar, um was es geht. An dieser Stelle Freundschaft allen neuen Genossen. Generell sollte ich vielleicht einmal sagen, wir haben heute, jetzt wo wir ein bisschen Zeit haben, weil wir unsere zeitlich begrenzten Termine beim Meldeamt, also sprich beim Salzburger Magistrat, die nur bis 16 Uhr offen haben, und bei der Bank, die nur bis 16.30 Uhr offen hat, hinter uns haben wir ein bisschen Zeit. Deswegen jetzt hier ganz offiziell eine nette Begrüßung, vollständig. Und zwar, weil alles neu macht der Mai, deswegen habe ich eine neue Brille. Was es damit auf sich hat, werdet ihr demnächst beim Roman sehen. Einfach dranbleiben. Normalerweise sage ich ja immer den Sehern ein herzliches Hallo und begrüße das korrupte und vertrottelte Österreich. Nachdem ich aber glaube, nachdem ja die Wahl geschlagen ist, in allen großen Teilen keine große Veränderung passiert ist, der klagende alte Mann in der Hofburg für weitere Jahre dort verweilen wird, also quasi alles beim Alten bleibt, spare mal diese lange Einleitung und begrüße einfach an dieser Stelle ganz herzlich die Gestorbenen, die Genesenen und alle, die trotz Messerattacken, Machetenattacken, Schusswechseln oder eventuell einem Status als Ungeimpfter doch noch überlebt haben, ja, soll es ja tatsächlich noch geben. Alle, die wissen wollen, warum ich da von Machetenmessern und Schusswechsel rede, schaut euch an, was quasi der Thomas Breit dazu gesagt hat bei der neuen Normalität. Wir sind jetzt hier im Europark nicht nur, weil man hier quasi kein Parkticket braucht,
bei der Raiffeisen, wo der Roman gerückt worden ist, weil er mal wieder keinen Auftrag von der Generaldirektion hatte, mich in meiner Spendenaktion für den Darian, der bitte dringend zu unterstützen ist, zu filmen. Was übrigens recht lustig ist, weil die gesamte Bankfiliale ja Video überwacht ist. Aber man hat da halt wieder dieses Ungleichgewicht. Man darf uns filmen, wir dürfen die anderen nicht filmen oder der Roman darf das nicht. Ne? Wir kennen das ja, Life is Life, Popschall wackeln, während die anderen im Lockdown sitzen. Aber das ist natürlich nur wiederum mein persönliches Geschwurbel. Jedenfalls, hier braucht man kein Parkticket, hier kann man gratis parken als Kunde. Da sind wir jetzt, wir sind nämlich jetzt auf dem Wege zur Post. Da haben wir mal wieder an meiner Lieblingshöllenmaschine ein paar Dinge zu tun und dann werden wir einen kleinen Außenspaziergang machen, um ein bisschen Tageslicht zu tanken, weil das in diesen Tiefgaragen eh nicht vorkommt, und der Roman wird da einfach, wenn es was Spannendes gibt, einsteigen. Und ja, ich hätte einmal gesagt, damit sind wir wieder raus, wie wir durch einen Europark gehen und ich an diesem Kopierapparat verzweifle, wird der Roman gar nicht festhalten, weil sonst wird das Video wieder so lang und er muss Fahrstuhlmucke eingrenzt, außerdem ist dann wieder irgendeiner, der sich bedroht fühlt, weil der Roman eine Kamera in der Hand hat. Also sind wir jetzt mal nette Krawallmenschen und respektieren die Privatsphäre und ja, der Roman ist draußen. Übrigens für alle, die es bis dato noch nicht gewusst haben bei der Begrüßung, er ist auch heute wieder an der Kamera und datumstechnisch, damit wir das fürs Archiv irgendwann einmal für die Historiker auch festgehalten haben, wir haben heute den 9. Mai, wenn ich mich nicht täusche. Ja, in dem Sinne schlendern wir jetzt in die heiligen Hallen des Shoppings, also einen weiteren Tempel des schnöden Mammon. Weil ich da gerade so große Worte schmeiße, ein kleines Update von unserem Max. Der musste seine Friedenswanderung leider abbrechen. Er ist nämlich als Schwurbler mal wieder der Zeit weit voraus. Er hat bereits vor Ostern Probleme mit dem Kreuz und hat deswegen jetzt beschlossen, sich nicht weiter zu quälen und die Reststrecke, ich habe mal gesagt, er hat gut ein Drittel hinter sich gebracht, weiterzugehen, sondern er kuriert diesen Hexenschuss, den er da unglücklicherweise bekommen hat, aus. Und wir werden ihn demnächst wieder in der guten alten Mozartstadt sehen. So, damit haben wir das Update und einen kleinen Kreuzwitz auch erlassen. In diesem Sinne, ihr habt euch wohl für den Augenblick. Mentales Training. Nein, ich fand eigentlich eher den Slogan Körpersprache gendert nicht gut. So, nachdem wir jetzt erfolgreich den Kopierapparat der hiesigen Post im Europark besiegt haben, stehen wir jetzt, wie man sieht, im Schatten. Ich bin ja bekanntlich ein Nachtschattengewächs, die Sie ja von Romans Videos werden wissen. Draußen vor dem Europark, da darf man nämlich eventuell auch wieder filmen, ohne dass gleich einer in diesen videoüberwachten Zeiten eine Sinnkrise bekommt. Und wir haben festgestellt, hier steht ein gar auffälliges Zweirad ohne Elektroantrieb, trotzdem mit Batterie. Wir kennen dieses Vehikel, weil der Besitzer dieses sehr stylischen, Cruiserbikes, ein einstmals sehr aktiver Demo-Teilnehmer war, in letzter Zeit leider auch ein bisschen weniger. Ja, das wollten wir eigentlich gar nicht festhalten, aber wenn es schon so schön am Wegesrand steht, dann machen wir das. Außerdem passt es gut zur Brille und die habe ich jetzt wieder auf, weil wir jetzt ins helle Tageslicht treten. Wir haben nämlich jetzt da was entdeckt. Also zum einen ist, wir kommen da jetzt gleich an einem riesen Hinweisschild vom Glorious Bastards vorbei. Da kann man per App bestellen, kann ohne Bargeld nicht mehr essen und ist mitten im digitalisierten Wahnsinn. Das werden wir uns natürlich verkneifen. Aber wir haben von der Progress Media da hinten ein Schild gesehen, das meine bzw. unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und nachdem wir ja schon erklärt hatten, dass es in diesem Land eventuell ein bisschen schlecht steht und man viel Geld für Politwerbung und Blödsinn ausgibt, treten wir jetzt da an dieses Schild und halten das für euch auch noch kurz fest. So, ein paar Meter noch Geduld. Also wir stehen hier, ja,
vor einem Plakat, wie gesagt, Progress. Ich stelle mich davor, damit man sieht, also von ausreichender Größe, damit es das Volk auch sieht und auch ausreichend teuer ist, schön in Farbe gedruckt von dievolkspartei.at. Da unten steht es dann auch nochmal, dass es die Volkspartei ist. Das ist wohlgemerkt recht witzig, wenn man bedenkt, dass sie, glaube ich, keine 30% Zustimmung mehr haben. Aber egal, da steht er. Hemdsärmelig am Schreibtisch über seinen neuen Flugplan oder was immer er halt als nächstes vorhat, ausgebreitet und vermittelt den Eindruck, er ist jetzt da voll am Arbeiten, weil der Kanzler arbeitet an der Zukunft. Ja, wisst ihr, Buttenfleisch, und die Opposition streitet. Gut, man muss jetzt sagen, die Joy Randy hat jetzt tatsächlich quasi einen Misstrauensantrag gegen die Regierung eingebracht, wegen der Teuerung bzw. dem Nicht-Aktiv-Werden der Regierung. Ist recht lustig, wenn man bedenkt, dass die Dame ja öfter mal an die Côte d'Azur fliegt und dort toll lebt, dass sie sich einen Stuhl mit erhöhter Lehne, also sozusagen einen Thron für ihr Büro geordert hat und es auch die SPÖ war, die sich darüber beschwert hat, dass sie im neu restaurierten Parlamentsgebäude nicht die schönsten Büros bekommen hat. Also da scheint die Teuerung eventuell gar nicht so an erster Stelle zu sein. Aber wie gesagt, das nur nebenbei. Wichtig ist, der Kanzler arbeitet an der Zukunft. Ja, er hat in der Vergangenheit gearbeitet. Was dabei rausgekommen ist, haben wir gesehen. Ich würde also sagen, man sollte ihn vielleicht nicht allzu sehr weiter an der Zukunft arbeiten lassen. Recht witzig an der Sache finde ich übrigens, dass das ganze Plakat so ein bisschen einen Blaustich hat. Also man hat das Türkis bei der Opposition beibehalten, obwohl es die Türkisen ja gar nicht mehr gibt, weil die machen ja jetzt auch noch Vater. Man ist ja jetzt wieder schwarz, alte Werte und so. Aber wie gesagt, man macht da auch ein bisschen auf Blaustich. Ja. Sehr spannend. Also wie gesagt, da ist wieder Steuergeld sinnvoll verwendet worden, um den Kanzler in Szene zu setzen. Ich hätte mal gesagt, um so ein Meisterwerk zu kreieren, hat sich ja ein 105. PR-Berater gebracht. So, damit verlassen wir diesen Wahnsinn wieder, treten wieder in die Sonne zurück und gehen jetzt mal was frühstücken, hätte ich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Roman auch frühstückt. Zeitlich gesehen, ich frühstücke jetzt mal. Es ist immerhin schon fast 17 Uhr. Und dann stößt später noch der Darian zu uns. Schließlich ist da ja gerade viel im Argen. Und da werden wir dann einfach wieder einsteigen. Das heißt, der Roman macht jetzt hier einfach wieder so vor der Wellness-Oase für mich einen Stopp. Und wir sehen uns dann wieder später. Ja, da halten wir jetzt am Weg nochmal fest. Die Mozartstadt, sie erstrahlt in neuem umweltbewussten, politisch korrekten, sauberen Dasein. Und der Mund-Nasen-Schutz, ein bisschen überaltet, weil inzwischen sind wir ja schon Generation Kaffeefütter, liegt sehr zur Freude von Mutter Natur und dem schönen Stadtbild einmal mehr so landschaftlich bedenklich in der Gegend rum, um nicht zu verrotten. Die guten Menschen halt. Ja, wir sind jetzt trotzdem weiter auf dem Weg zu einem Abendessen, um den Abend ausklingen zu lassen. Falls ihr euch fragt, warum ich zum wiederholten Male an einer Zigarre paffe, ich feiere die Tatsache, dass ich heute frei habe, es nicht regnet und ich tatsächlich vom Landesverwaltungsgerichtshof das Urteil zugestellt bekommen habe. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir noch mit dem Darian unterwegs sein können, der ja als momentan in Berufung befindlicher, aber eigentlich in erster Instanz Verurteilter, jener böse Mensch ist, der in Salzburg eigentlich den Wahnsinn mit Polizeiaktionen so richtig losgetreten hat.
Also, der Darian war der Mann der ersten Stunde, der Bad Boy schlechthin. Nach ihm waren dann Max dran, nach ihm war dann der Roman dran, mehrfach. Ja, wie gesagt, mich hat es am Bahnhof zusammen mit dem Roman vermeintlich erwischt, gab dann Freisprüche. Roman hat eher Video gemacht. Zuletzt dann eben noch im einen total absurden Österreich der Zulassungsbesitzer des einzigen und ersten oder ersten und einzigen, wie immer man das drehen will, politisch verfolgten Kraftfahrzeuges gewesen. Und wie gesagt, begonnen hat alles mit dem Prototypen Darian H. Ja, mit dem sind wir jetzt unterwegs. Also ich hoffe, die Bürger, die uns entgegenkommen, treten alle zur Seite, machen Platz, weil hier kommen die Outlaws. Ja? In dem Sinn sind wir jetzt raus. Das nächste Mal sehen wir uns dann wieder, wenn der Max wieder ordnungsgemäß seine Revolutionszigarre raucht. Weil der ist ja jetzt schneller bei uns in Salzburg zurück als ursprünglich geplant. Warum ist schon erklärt worden. In diesem Sinne sind wir jetzt wirklich raus. Und der Roman macht jetzt ein Gruppenbild beim bösen Mann in der Mitte, zwecks der Farbkombination. Gruppenbild, das heißt, du musst da auch drauf. So, ich hoffe, das funktioniert. Das ist jetzt sozusagen ein Selbstdie von die Bad Boys. Audi Partners. Ja, da sieht man noch ein kleiner Einstieg. Das neue kommunistische Salzburg, Freundschaftgenossen, funktioniert. Allerdings, die frisch gewaschenen weißen Rolls aus dem Nachbarland sind noch unterwegs. Also so ganz ist es mit der Herrschaft des gemeinen Arbeiters irgendwie noch nicht so gut. Ja, wir gehen weiter zu Fuß und sind jetzt endgültig raus. So, warte, da gehen wir jetzt da rüber, weil da haben wir jetzt noch einen Einsatzwagen. An dieser Stelle erinnere ich nochmal, 18. bis 21. Wir haben grün, da gehen wir jetzt einmal ganz legal. 18. bis 21. Mai würde theoretisch das GD-Treffen stattfinden. Also vielleicht fahren ja auch ein paar Exekutivbeamte mit ihrem VW darunter. Wie gesagt, einst war es ein Volkswagen. Stell dir ein bisschen zu, wie damit du den zusammenfahren. So vor den Augen der Sicherheitskräfte. Einst war es ein Volkswagen. Inzwischen ist der Spaß aus Klimagründen abgesagt. Muss man aber natürlich verstehen, weil man hat ja bereits lange Tradition in diesem Land. Alles, was mit Arbeit verbunden ist, funktioniert. Alles, was mit Freizeit und Vergnügen zu tun hat, funktioniert nicht. Das war ja schon beim Virus so. Da konnte man ja 8 Stunden neben demselben Kollegen in der Firma stehen. Wenn man mit demselben Kollegen dann auf ein Feierabendgetränk gehen wollte, ging das nicht. Ja, man konnte ganz viel, aber wie gesagt, keinen Spaß haben, weil da kennt der Virus keinen Spaß. Und nachdem bekanntlich der Virus allerdings gar nichts zusperren, absagen und verbieten konnte, sondern das nur menschgemacht, sprich in diesem Falle von Experten und Expertinnen und Beratern und Beraterinnen und der Regierung gemacht ist, finde ich, dass es an der Zeit ist, dem jetzt langsam mal Einhalt zu gebieten und sich nicht erneut den Spaß verbieten zu lassen. So, damit haben wir jetzt ganz offiziell wieder grün. Und wir sind ordnungsgemäße, brave Bürger und damit jetzt dahin. Warte, schneide ich dazwischen mit rein, sodass man nicht sagt, dass wir es zum dritten Mal verabschieden. Haben wir wieder ein kleines Makeover. Sie haben aber auch inzwischen das Mandel, das da drauf war, übersprüht. Ne? Auf der anderen Seite ist das noch konturfreundlicher. Egal. Ein Bart Simpson, der dicke Lippe riskiert.
So, wir halten fest, wir verabschieden uns jetzt kein weiteres Mal, sondern wir spoilern fürs nächste Mal. Den Darian haben wir heute unterstützt, den Roman habe ich letztens ein bisschen mit Material unterstützt, soweit die Chinesen das ohne Kabel zulassen. Und hier unterstütze ich, auch wenn der Kleber minderwertig ist, mal wieder die unabhängigen, nicht mit Haushaltsabgabe finanzierten Medien. Volksbegehren zum Thema oder rund ums Thema ORF haben wir ja heute mehrfach abgehakt. Also Zeit für die Medienrevolution.